Ist in Ordnung. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Stream und auf der Tribüne, wir begrüßen den hier vorliegenden Gesetzentwurf der FDP und wundern uns. Worüber? Na ja, offensichtlich hat jetzt die FDP in Nordrhein-Westfalen die Regierung übernommen. Zumindest, wenn man sich diesen Gesetzentwurf ansieht, denn der hätte ja eigentlich von der Landesregierung kommen müssen. Eigentlich. Wobei, hätte damit die Landesregierung nicht ein Eingeständnis ihrer eigenen Untätigkeit geliefert? Eigentlich schon. Also, liebe Landesregierung, Sie sind nach wie vor im Amt, denn so etwas würden Sie nie, aber auch niemals tun. Also Fakt ist, in 2 Jahren, seit dem entsprechenden Beschluss vom Juni 2013, hat es die Landesregierung nicht auf die Reihe gekommen, trotz diverser Ermahnungen, unter anderem auch der Ermahnung meines Fraktionskollegen Bayer, von vor ziemlich genau einem Jahr, im April 2014, einen erneuerten Entwurf des Landesentwicklungsplans vorzulegen. Wie üblich also großes Getöse, viele große Versprechungen und keine Ergebnisse. Diesmal sogar gar keine im Vergleich zu der heißen Luft, die in anderen Bereichen produziert wird. Naja, das muss man wohl auch positiv sehen. Immerhin trägt die Regierung von Frau Kraft wenigstens hier nicht zur Erderwärmung bei. Aber legen wir dies also als einen vernachlässigenden Fall ab. Zur Planungssicherheit in diesem Bundesland trägt sie allerdings auch nichts bei. Und das ist ja leider nicht zu vernachlässigen, sondern aufs Schärfste zu kritisieren. Ein Hinweis noch an die Kollegen der FDP. Sie schreiben in ihrer Begründung des Gesetzentwurfs wörtlich, es ist absehbar, dass bis Ende des Jahres 2015 ein Aufstellungsbeschluss für einen Regionalplan durch den RVR nicht gefasst werden wird. Das ist etwas missverständlich formuliert und kann sehr unterschiedlich verstanden werden. Vielleicht möchten Sie ja diese Passage umformulieren. Dieser Gesetzentwurf aber wird wie üblich in die Ausschüsse verwiesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fricke. Für die Landesregierung erteile ich